Es wird auch ein bisschen getrickst. Man sieht es auch an den Gesichtern. Alles ein bisschen entspannter und lockerer. Ui, Jonas, das ist aber ein bisschen zu locker. Vertändelt den Ball, verliert ihn direkt an die gegnerische 3. Zu Damir, der ihn jetzt hat und zweimal war lang drin. Oh, schön, der Ball war drin, kam zwar wieder raus. Angetäuscht, geradeaus reingekurbelt, drin ist das Ding. Weiter geht's, 3:1 Führung in diesem letzten Satz der Partie. Team Hauf gegen Schorsch im ersten Relegationsspiel der zweiten und dritten Liga. So, und Damir, locker flockig nach vorne gespielt. Wandert schön hin und her, viel mehr als vorher noch. Und ja, richtig schöner Schuss, guckt euch das an. Und schon geht's. Wir spielen hier schon fast 3 Stunden insgesamt. Und erst beim letzten Spiel, wo der Druck weg ist, dann plötzlich wird gut gespielt. So kann es manchmal laufen. So, und bevor es weitergeht, er hat ihn. Und ich kann gar nicht so schnell die Kamera schalten. Hier in der Wiederholung zum entscheidenden 5:1 in diesem letzten Satz, was eigentlich nur noch fürs Tor- und Satzverhältnis wichtig ist. So, damit gewinnt Team Hauf 17:15 in diesem ersten Relegationsspiel. Wir sehen jetzt gleich in wenigen Minuten, sobald die Aufstellung bei mir abgegeben haben, sehen wir Hamburger Berg gegen Team Schorsch. Also Schorsch bleibt stehen auf der rechten Seite, wird weiterspielen, sind jetzt ja vollzählig. Ich hoffe, die bleiben auch so. Und Hamburger Berg wird in wenigen Minuten hier antreten. Und das zweite Spiel machen. Also Schorsch wäre, wenn sie das nächste verlieren, komplett raus aus der Geschichte. Gewinnt Schorsch das Spiel und Hamburger Berg gewinnt das letzte gegen Team Hauf. Wäre es unentschieden, dann würde es nach Satz- und Torverhältnissen gehen. Also, wird sehr, sehr spannend. Ich mache eine kurze Pause. Ich stelle das noch so ein bisschen hier ein und hoffe, dass die Teams mir bald die Aufstellung hier geben. Und dann sehen wir weiter. So, da sehen wir schon. Nee, sehen wir noch nicht.